Hey, ich hätte die Robbe machen können. Irrelevant. Guten Tag. Es folgt die dritte Folge der neunten Staffel. In der letzten Folge war ja irgendwie so mit Vicky und Walli und Boris und überhaupt ganz verschiedene Dinge, um Billy auf die Spur zu kommen. Das geht jetzt weiter. In etwas anderer Form. Es gibt dazu jetzt nicht todesviel zu sagen. Das Einzige ist, wir haben die Folge gespielt, ich habe es geschnitten, damals, das ist schon lange her, damals. Dann sagte ich hier, Flummi, mach mal bitte mich ein bisschen lauter, weil ich so leise war. Das hat sie getan. und ich musste auch tatsächlich ihre Aufnahme nehmen, weil meine war nicht, es gab Komplikationen. Und naja, ich bin jetzt lauter. Viel Spaß und bleib geil. Gut, dann, wo waren wir stehen geblieben? Tag der, des Nichtstun. Genau. Tag der Abrechnung. Ihr werdet ja vermutlich ein bisschen noch pennen müssen, weil ihr wart ja das Nachtessen noch bei Berlin der Wohnung sehr spät. Ihr wart sehr spät bei Berlin der Wohnung, es war ein strapaziöser Tag. Man musste Magie anwenden und man musste sich prügeln. Aber naja, gut, prügeln ist halt übertrieben. Man musste mal kurz ausholen. Ja. Und naja, keine Ahnung, dann ist halt der nächste Tag und das mit dem Comlink wird noch ein bisschen dauern. Ihr könnt aber auch springen, bis ihr es wieder habt. Mir ist das Wurst. Ja, ohne Comlink können wir momentan eher wenig tun. Nee, ihr habt ja die Ersatz-Comlinks. Ja. Oh, ihr habt die Ersatz-Comlinks, perfekt. Früh um 8. Ja? Yay. Werdet die geweckt. Ich weiß, ihr hattet sie bestimmt auf stumm. Das ist irrelevant, ihr hört's trotzdem. Baryshnikov, Sextherapie, tote Hose im Bett? Ist er zu schnell schlaf? Ist sie zu trocken? Baryshnikov, Sextherapie, für Mann und Frau, komm nach Warschau, mit geht zurück rein zum Training für Standhaftigkeit. Was? Lachflash. Du willst es gegen die Wand schmeißen? Ja. Das ist ja doof. Machst einfach das Gang-Comlink kaputt, weißt du? Du verdankst denen so viel. Nein, wieder. Na, Jutti. Fiese, hartnäckige Spam-Bär, sehr gut. Ich glaube, ich leite das einfach aus Spaß an Jojo weiter. Für den Fall, dass sie es nicht gekriegt hat. Also an ihr anderes Comlink quasi, Ersatz-Comlink. Kriegst du eine Nachricht von Kaban, die wurde als potenziell spammig eingestuft. Sie löscht sie. Achso. Och Mann. Ach, sehr gut. Ja, dann bin ich jetzt, wo ich sowieso. Jojo ruft dich an. Jo. Tasche schon gepackt? Tasche schon gepackt, ja. Ich wollte jetzt noch einmal joggen gehen, dann duschen und dann bin ich mehr bei. Wobei? Egal, worum es geht. Ja, vielleicht sollten wir uns zusammensetzen, dann nochmal kurz irgendwie. Außerdem brauche ich jemanden, der mir hilft, meine Möbel runterzutragen. Jupp. Danach können wir deine Wohnung ausräumen, wenn du das Bedürfnis danach hast. Ja, ich habe allerdings noch keine andere Bleibe für meinen ganzen Kram im Keller. Dann musst du entweder den ganzen Kram im Keller lassen, ach egal, komm gleich vorbei und dann besprechen wir das dann. Richtig. Ich bin ungefähr anderthalb Stunden bei dir. Gut. Dann würde ich quasi mich fertig machen und joggen gehen. Und ja.
Jojo packt Kisten. Duschen, das nötig zusammenpacken, also die Notfalltasche zusammenpacken, in ein Auto schmeißen und los. So, moin moin. Hi. Kommst rein, Kaffee steht da hinten. Danke. Also komplett Umzug, sagst du? Ja. Okay, wo geht's hin? Tasche gepackt, meinte ich, die Tasche für, wenn... Also, die Tasche für raus aus der Stadt. Ja, yeah, die Notfalltasche liegt im Auto. Gut. Meine ist nicht im Auto, aber die können wir dann noch holen auf dem Weg. Ich meine, wenn wir schnell weg müssen, dann kann ich den ganzen Kram eh nicht hier da lassen, dann kann ich es auch alles da stehen lassen, wo es ist, lieber. Ja. Alles klar. Wo es hingeht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Möbel zusammenpacken, ich habe einen Platz, wo ich sie unterstellen kann, dann ist gut. Okay, gut. Dann, die Ladefläche ist ja groß, also von daher fangen wir mal an, runterzuräumen. Mhm. Weißt du, wann die Comics wieder fertig sind? Und wann wir dann eventuell Info kriegen von den anderen? Ein paar Stunden wahrscheinlich. Also, keine Ahnung, morgen früh oder heute Abend oder so, weiß ich nicht. Irgendwie Schuss. Sowas. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, außer meine Klamotten zu packen, ist, dass wir der Reihe nach alle Sarghotels irgendwie abgehen, wo die irgendwie... Oder Orte, wo eine einigermaßen anständige Matrix-Verbindung ist und da gucken fahren, ob da Billy ist. Also anständige Matrix-Verbindung, aber... Gegend, wo sich niemand dafür interessiert, wer wo ist. Vielleicht steht da auch der Bumsbully oder so, aber keine Ahnung. Was anderes fällt mir nicht ein. Hm. Wir könnten eventuell bei den in Krankenhäusern oder sowas nachfragen, nach vermissten, also nach noch nicht zugeordneten Personen, die auf ihre Beschreibung passen. Weißt du, wenn sie irgendwo in der Matrix umgekippt ist, in einem Café oder sowas, wird man sie wahrscheinlich eingeliefert haben. Und da ihre Sins gefälscht sind. Sie hat mit Sicherheit nicht in einem Café gehackt. Ja, oder nur wenn irgendwas passiert ist. Es kann ja auch einfach sein, dass sie vom Auto angefahren wurde. Und ihre Sinn weiß ja selber, ist nicht gerade gültig. Je nachdem, mit welcher sie unterwegs war. Richtig. Na, vielleicht ist sie dann einfach als unbekannt irgendwo eingeliefert. Glaube ich nicht. Wenn dann nicht in ein gutes Krankenhaus, wenn dann in eine beschissene kleine Klinik. Ja, davon bin ich ausgegangen. Oder dass sie dann direkt ins Gefängnis gewandert ist. Dann sind wir im Arsch. Richtig. Also, Hoffnung steht zuletzt. Können wir ja mal durchtelefonieren, ob die da welche kennen. Also, ob die da... Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hinfahren. Oder so. Die wollen mit Sicherheit Geld oder irgendwas haben. Mit Sicherheit. Na, dann komm. Die beschissenen kleinen Public, ja, also die ganz normalen Kliniken halt. Ja, vorher würde ich sogar bei meinem Straßendoc vorbeifahren. Die Medikamente abfragen, die man momentan braucht in diesen Krankenhäusern, weil staatliche Krankenhäuser werden ja völlig unterversorgt mit irgendwelchen sinnvollen Medikamenten, und ihn fragen, ob er welche davon hat. Und eventuell dann, ob ich sie bei ihm dann kaufen könnte. Weil das geht bestimmt besser als normales Geld. Ja, natürlich, das kannst du. Du musst mir nur eine Hausnummer geben. Super. Prima. Ich komme für wie viel du ungefähr, damit ich dann weiß, wie viel du denen so geben wirst. Genau, ich werde quasi auf dich zukommen. Also ich werde erstmal nach dem Bedarf abchecken und dann werde ich das als Tauschware benutzen. Alles klar. Sehr gut. Die Liste kannst du mir die auch mal schicken, weil die Dinger kann man nicht aussprechen. Ja, schick dir eine Liste. Danke. So, mit dem Zeug kann man doch bestimmt handeln bei den guten Menschen. Okay. Ja, und dann auf hier, würde ich sagen. Ihr zieht los. Das Ding ist halt, na gut, Elfe grenzt das ein. Dann ist sie halt groß und blond und hat dicke, fette Möpse. Und einen Schwanz. Das grenzt es tatsächlich ziemlich ein.
Sie? Ich hatte es halt schon wieder vergessen. Jojo ruft übrigens, telefoniert noch mal kurz. Sie ruft Elder an. Ah, du wirst gar kein Comlink. Okay, weil ich hab sowieso, könnte sich verzögern. Und ich finde das okay, wenn du dir auch mal selber was kaufst. Bring einfach die Dinger irgendwann wieder zurück. Passt. Hä? Was willst du? Ich hab keinen Bock mehr auf Dinger. Scheiße. Aber gut. Dann lass es. Pass auf. Nein, ich muss es einmal sowieso gemacht haben, weil ich muss doch eher unsere ganzen Comlinks durchgucken. Verstehst du? Ja, aber. Ja. Es wäre super, wenn du das mal kurz liegen lassen könntest, weil eine Sache da ist, die wichtiger ist. Ich hab dir doch von dem Auto erzählt. Ja. Kannst du bitte gucken, ob du das findest? Und das ist wichtiger als das Comlink. Nee, ist es nicht, weil wenn ich das Comlink nicht rechtzeitig fertig kriege und sogar noch überrechtzeitig, dann kommt mein Bruder, dann stampft er mich in den Boden. Weil das ist das, was ich machen soll. Tage weg. Ja, dann merkt er sich das. Die müssen fertig werden. So schnell wie möglich. Bitte, es ist wichtig. Hast du nicht jemand anders, den du fragen kannst? Das ist ja auch wichtig. Gut, dann alles klar. Ich muss das jeden einzelnen Scheißknoten, der mit uns in Verbindung steht, dann irgendwann abchecken, weißt du? Gut. Okay. Gut. Und denk dran, trotzdem, dass mit den in Schnaps eingelegten Bitches bleibt. Klar. Geil. Piep. Also, wo waren wir gerade? Ich bin auf der Straße und fahre Richtung Krankenhaus. Ah ja, da. Eins fällt ja schon mal raus, da wollt ihr ja vielleicht nicht hin. Jojo ruft Vicky an. Ja, hat sich was ergeben? Nein, nicht so richtig. Pass auf. Kannst du ein Auto finden? Nee. Kennst du jemanden, der das kann, der nicht gerade beschäftigt ist? Ich ruf den, ne? Gut. Dings an. Danke. Jojo legt auf und ruft den Dings an. Okay. Der Dings geht ran. Gut, dass jeder gerade den Namen vergessen hat. Nee, ich weiß, dass der Rumpelstilzchen heißt. Am Apparat. Danke. Hi. Ja. Ich nehme, ja, weißt du, gut. Mann, warte kurz. So, ich hab hier was für dich. Guck mal, ob du das finden kannst. Und dann schickst du ihm die Fahrzeug-ID und so ein Gedöns. Ja. Okay. Ist das eine Drohne oder ist das ein Auto oder ist das ein Flugzeug oder ein Helikopter? Okay. Meld mich. Gut. Piep. So, dann schaut ihr zu den Krankenhäusern. Jetzt beziehungsweise zu einem der sehr schlechten Fahrt hier sicherlich nicht, denke ich immer noch, obwohl Daddy könnte sogar hin. Okay, Daddy könnte hin. Warum kann Jojo da nicht hin? Naja, das war das Ding, wo du, weißt du noch? Oh, so. Wo ich den kleinen, ja, ich erinnere mich dunkel. Easy. Genau. Und dann habt ihr halt, ich meine, wollt ihr ein Bild zeigen oder wollt ihr bloß beschreiben? Bild würde auch gehen, oder? Die kennen die da. Kaban. Wo? Wieso? Warum? In dem Krankenhaus, weil wir da schon mal waren in der Notaufnahme. Okay, dann in diesem Krankenhaus. Weil wir jemanden gesucht haben und ich glaube, dass sie keine besonders guten Erfahrungen mit uns hatten. Also ich kann auf jeden Fall nicht rein. Erstens, Billy stand nicht in Verbindung zu dir, zweitens war sie verkleidet. Aber, ja, warte. Ich kann nicht rein, aber du kannst rein. Doch, du kannst es probieren. Ich glaube, das müsste gehen. Okay. Bild zeigen ist auch in Ordnung oder nicht? Warum nicht? Du hast die Probleme, deswegen frage ich dich. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir da ein Bild zeigen. Okay, gut. Du stiefelst zur Rezeptionette? Ja, und würde auch weiter laufen. Ich würde nämlich in die Notaufnahme gehen. Na, da kommst du nicht einfach hin, dann musst du halt durch die Rezeptionette quasi. Ach so. Weißt du wie? Gut.
Dann gehe ich zur Rätze und zu Nette. Hinten anstellen. Es steht da keiner. Ich stehe hinten. Hallo. Vielleicht können Sie mir helfen. Führen Sie das erstmal aus. So ein Einlieferungsbogen. Ich suche eine Person, die hier eingeliefert wurde. Okay, füllen Sie das mal aus. Gib dir einen Besucherbogen. Ich gebe ihr den unausgefüllten Bogen mit einem 50 Nuyen-Schein wieder. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Zu diesem Bogen. Können Sie mir helfen? Ja, das kann ich. Ich hoffe, sie hat den 50-Euro-Schein. Ja, natürlich. Nuyen-Schein gesehen. Sehr gut. Also ich suche hier diese Person. Die müsste vielleicht hier eingeliefert worden sein die letzten Tage. Ich meine, das könnte sich... Ich guck ja schon. Hatten noch irgendwelche besonderen Merkmale oder weswegen die eingeliefert werden sein konnte? Diese gute Dame hat nicht nur Brüste, sondern auch einen Penis und ist Elfe und ist relativ groß. Und warum sie eigentlich... Ein Penis und eine Vagina oder ein Penis? Nur ein Penis, soweit ich weiß. Und Brüste. Ist das ein Implantat oder ist das ein normaler Penis? Ich glaube normaler. Können Sie auf diesem Flipchart von 1 bis 10 die Form beurteilen? Nein. Alter. Welchen sah er am ähnlichsten? Nein, sie tippt da ein bisschen, guckt da ein bisschen rum. Nein. Ich könnte in den anderen Notaufnahmen ganz kurz nachgucken. Das wäre doch ein Traum, wenn sie das könnten. Das würde so 100 Minuten dauern. Oh, ich denke, das geht auch 100 Mal so schnell. Und dann lege ich halt noch meine geschlossene Hand quasi wieder auf den Tresen. Mit etwas drin. Offensichtlich. Ja, sie legt dann die Hand so daneben, dass sie das nehmen kann. Beziehungsweise sie macht das nicht mal so versteckt, weil jetzt weiß man ja, wie das ist. Das interessiert einfach keinen. Jo, sie nimmt das Geld. Dann guckt sie nach. Nein. Keine Notaufnahmen Naja, nicht in den öffentlichen, die jetzt so mit uns in Kontakt stehen. Vielleicht in der Privatklinik oder vielleicht in einer Konzernklinik oder was im Wesentlichen dasselbe ist. Oder eine bessere Notaufnahme. Stehen wir in Kontakt oder nicht in Kontakt? Sie zählt hier die gibt es in der Liste der Kliniken. Das sind halt alle die so auf dem Level und ein bisschen höher sind. Nichts, was irgendwie Konzernklinik ist. Und dann meint sie noch, ja, und zur Irina Pavlov Gedächtnis Sache da haben wir jetzt auch noch nichts etabliert. In dem neuen Hospital da. Ja, das, da kann ich ja. Wo das ja eigentlich halb öffentlich ist, deswegen sage ich das nochmal dazu. Ja, das, da kann ich ja nochmal nachgucken, ist nicht das Thema. Dann haben Sie mir ja schon viel geholfen. Gerne doch. Und, für den Fall, dass ich nochmal irgendwelche Informationen brauche. Ich weiß ja, wo ich sie finde. Supi, dann, bis Tage. Wiedersehen. Gut, das hat ja schon mal viel geholfen. Wenn Sie so ein vernetztes System haben, das hätte ich natürlich auch dran denken können, dass Sie es haben. Hast du jetzt mit mir geredet, oder? Ja, ich bin ja schon wieder drüber. Entschuldigung, wiederhol nochmal bitte kurz. Ich war gerade kurz abgelenkt. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Entschuldige. Nein, ich sagte, die sind alle vernetzt. Da, also ich zähle die Krankenhäuser auf, die bei anderen... gezeigt, in den Krankenhäusern ist sie überall nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass sie in anderen ist, und wenn sie in anderen ist, dann mit Sicherheit nicht freiwillig. Naja, ne? Die liefern doch eine unbekannte Person nicht einfach in ein gutes Krankenhaus ein, besonders nicht, wenn sie wahrscheinlich in einer relativ beschissenen Gegend aufgesammelt haben. So richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Krankenhausrechnung nicht bezahlen kann, ist doch viel zu hoch. Ja, das einzige öffentliche Krankenhaus quasi, was nicht mit denen vernetzt ist, wäre das neue Krankenhaus. Mhm. Ne? Also, du wirst sicherlich verstehen, dass ich da auch nicht hin kann. Wer hätte das gedacht?
auch wenn es mich selbstverständlich reizt, da mal eine Tour durchzumachen und mir das alles genau anzugucken. Ich meine, Und dann irgendwo deinen Namen an die Wand schmieren? Ja, genau. Ich ritz den am besten irgendwo in den Treppenabsatz ein oder so. La 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 war hier. Das wäre eigentlich schön gewesen. Ich bin der Geist meiner eigenen Vergangenheit. Du kannst dich neben die stilisierte Statue von dir stellen. In derselben Haltung. Dann kannst du sagen, ich kann neben Irina Pavlov fotografieren lassen. Du stehst völlig neben dir. Genau. Du stehst völlig neben dir. Kannst du sich da hinstellen und sagen, die sieht mir aber gar nicht ähnlich. Oder du gehst zu ihr und sagst, weil das ist ja so eine Jugendabbildung, ja, guck hin, das sind Zeitspiegel, Junge. Future Jojo steht vor dir. Real Irina. Oder wir bauen die Statue ab, packen dich in so Statuefarben, so, verkleiden dich, dass du eine Statue bist und bleibst auch einfach oben stehen. Ich war gerade noch off-time, Jojo macht so viele Witze gerade nicht. Aber das war mir schon klar. Okay. Das waren auch vermutlich alles off-time-Witze jetzt, oder? Ja. Tja. Gut. Ich werde mit Sicherheit das nicht wagen, das so zu sagen. Nee, dann scheppert's wieder. Aha. Genau, du kannst ihn in Plexiglas gießen. Aber Flomette, du kannst mal Konzernpolitik würfeln. Nicht Rebutnik. Ja. Ja. Ich habe zwei Erfolge, Großmeister. Okay. Wenn sie mit der guten Sinn unterwegs war, dann könnte sie in ein gutes Krankenhaus gekommen sein, weil die war ja dort vermutlich auch scheinversichert und so ein Scheiß. Weißt du, was das Problem ist? Wäre aber halt auch super schnell rausgeflogen. Das Einzige, kein Comic mit hatte. Und? Man kann seine Sinn ja auch bei der guten Sinn machen sie ein Foto und finden das damit in der Sinn-Datenbank. Ach so gut ist eure Sinn inzwischen, also die gute halt. Bei den Krankenhäusern, die wirklich kacke sind, so wie das gerade, wo du als Sinnloser reinkommst, wo sie dich gerade so am Leben erhalten und dann rausschmeißen. Sowas haben andere Konzerne nicht. Das heißt, das käme alles nicht in Frage. Auch das Rabutnik-Gedächtdingens ist eigentlich schon zu gut dafür. Der einzige Konzern, der so ein Krankenhaus hat, ist einmal, na gut, das ist kein Krankenhaus, das sind vier Gemeinschaftsärzte, das ist von Horizon, ist klar. Und das andere ist Aztec. Und bei Horizon vermutet man natürlich immer, dass sie die Bösesten der Bösen sind. In Wirklichkeit sind das einfach die geilsten Bros, die machen das halt wirklich, weißt du, in Donskoi haben die vier Ärzte und die machen das, weißt du, die forschen und dann den Rest ihrer Freizeit kümmern sie sich um arme Leute. Und das Aztec-Ding ist schon ein bisschen größer. Das ist auch am Rand von Chofrino Donskoi da. Und da nehmen die auch alle auf, alles Quarter, alles Mögliche. Und die Überlebensrate ist ja nicht immer hoch, sag ich mal. Die kümmern sich jetzt auch nicht super um die. Aber die noch haltbar sind wegen ihrer Verletzungen oder Krankheiten und heilbar, die würden sich natürlich freuen, wenn sie noch ein bisschen mehr Behandlung erhielten. Und sie können danach direkt bei Aztec anfangen. Die kriegen sogar sowas wie sie kriegen ein Arbeitsrecht, keine Sinn, aber ein Arbeitsrecht und dürfen dann den Rest ihres Lebens für den besten Konzern der Welt arbeiten, Alter. Doch shit. Also und wenn sie das nicht wollen, ist es halt blöd, weil sie wurden schon behandelt und das macht sie halt zu Schuldnern und naja, du weißt, wie es läuft. Sie können dann auch Organe spenden, wenn die gut genug sind, das sind sie halt meistens nicht. Oder wenn sie selber wer drin haben, naja. Dann halt ja, die spenden sie dann natürlich auch. Klar. Aber so rekrutiert Aztec seine ganz, ganz billigen Lohndrohnen. Die dann auch gefährliche Arbeiten machen. So, sehr gefährliche. Finde ich völlig plausibel und völlig gerecht. Ja, aber das ist das Einzige, was von Konzernkrankenhäusern irgendwie in Frage käme, die beiden. Es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass sie das aber probieren können, was klar. Vor allen Dingen hätten die sie eh schon wieder rausgeschmissen nach 10 Tagen. Wer jetzt? Naja, das Konzernkrankenhaus, die behalten die doch nicht so lange da. Außer wenn sie ihr kleines Geheimnis, und ich meine nicht das untenrum, entdeckt hätten. Oder wenn sie halt denken, dass sie eine Hackerin brauchen. Nicht mehr in dem Krankenhaus. Naja, entweder ist sie noch als Patient da und wird dann als rekrutiert, oder sie landet danach, wenn sie halt sich anders entscheiden würde, woanders.
Wie gesagt, ich klar probieren wir es, aber ich glaube es nicht. Es ist viel zu, es ergibt keinen Sinn, weißt du? Nicht nach 10 Tagen. Oder 11 jetzt mittlerweile. Entweder wäre sie weg, dann wäre sie auch irgendwann mal wach gewesen oder hätte sich irgendwann mal gemeldet. Ansonsten haben die wahrscheinlich schon längst ausgeräumt. Denn ihre Organe waren gut genug. Aber sie war körperlich sehr gut, in sehr, 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 sehr guter Verfassung und hätte gut arbeiten können für Aztec. Und wenn sie dort wieder aus dem Krankenhaus, wenn die nicht 10 Tage da war und danach bei ihnen freiwillig angefangen hat, mit Liebe zu arbeiten, gibt es ja trotzdem dann dort Formulare und Aufnahmedaten und so weiter. Man kann es versuchen. Ja, klar können wir es versuchen. Also als erstes Aztec. Oh Gott, ich hasse diesen Laden. Ich habe doch noch eine Aztec-Uniform. War das eine Body? Es war eine Bodyguard-Uniform, kann das sein? Weißt du, was wir tun können? Kaban. Ich erinnere mich daran, dass wir noch was gut haben. Wir können 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay. Das Ding ist, dass wir uns früher oder später um die Hackerin kümmern müssen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir sie jetzt finden, je schneller wir sie finden, umso besser. Wenn sie was damit zu tun hat, dann der Typ, der Aztec-Typ, von dem du die Uniform hast, bei dem haben wir noch was gut. Okay. Entweder kennt er jemanden, der die Hackerin finden kann, und im selben Atemzug würde es ihm mit Sicherheit ein leichtes sein, kurz herauszufinden, ob Billy in diesem Krankenhaus war oder irgendwie ist. Klingt plausibel. Ist eine gute Idee. Oder wer von uns hatte denn die Kontaktdaten? Beide? Ja, alle, nehme ich an. Ich denke, alle haben. Ihr wusstet danach ja noch nicht, dass ihr vielleicht mal weiterhin was zusammen macht, also habt ihr sie alle. Stimmt. Wie war denn die Abmachung damals nochmal? Na, ihr habt einen gut bei mir. Bros. So ungefähr war die. Ihr habt alle einen Gefallen bekommen. Dann rufst du bei ihm an und forderst deinen Gefallen, denn dann hab ich vielleicht doch einen anderen bei ihm. Mal gucken, vielleicht klappt's. Oh Gott, unter welchem Namen hatte Jojo, kannten die sich denn, wobei der wusste später, wie sie, auch die haben sich dann alle irgendwie gegenseitig Jojo genannt und bla und so, ne, der wusste, wer das ist. Ich denke schon. Okay, nur damit sie weiß, wie sie sich jetzt melden muss. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich mir auch nicht. Was war das andere, Marshmallow oder was? Ja. Ja, ach, nimm was, sag mir jetzt einfach eins, wie du es glaubst, dass es war. Ich glaube, ihr wart sogar professionell genug, dass du bei Marshmallow geblieben bist. Okay. Könnte es uns sein, dass ich es vergessen habe. Okay, dann ruft sie ihn an. Den Herrn Kaskar, hieß der, glaube ich, ne? Echt? Hast du dir was gerade geschrieben dazu? Ich habe mir meine Notizen gerade aufgemacht. Warte. Foxy Lady steht hier zum Beispiel auch. Alles, was ich bei euch in dem Run erfahren habe. Hier steht Aztec Security Guy, und zwar falsch geschrieben, bei dir auf der Kontaktliste. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der hatte sich halt auch als... Ich habe mir meine Mitschrift aufgemacht. Also nicht meinen... Der hieß Kaskav. Myron Kaskav. So, pass auf, wenn auf euren Charakterblättern bei Connection steht Aztec Security Guy, dann könnt ihr jetzt einen Namen nachtragen. Ist das nicht der Shit? Mach mal so, easy. Ach, siehst du, steht bei mir steht auch nur Aztec Security Typ. In Klammern Nummer. Aber ich glaube, der hatte sogar sie irgendwie Namen genannt. Das kann schon sein, dass es. Ja, hatte. Myron Kaskav. Perfekt. Okay, den rufst du an. Also, unsere lieben Zuhörer werden es wahrscheinlich an uns jetzt den Boden zerreißen, wenn das nicht stimmt, aber... Ich glaube, das werden sie nicht tun, denn auch für die ist das 7, 6, 5, 8 Monate her, weißt du? Das ist möglicherweise, aber vergesse niemals die Macht deiner Zuhörer. Nein, ich werde es nicht sagen. So, du rufst ihn einfach an. So, pass auf, da geht auch nach dem 4. Klingeln ran. Können Sie mich in einer Stunde am Parkhaus treffen, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Klar. Bis dann. Piep.
Gut, einer Stunde am Parkhaus, da wo wir uns damals mit ihm getroffen haben. Sehr cool. Okay, damit haben wir Aztec abgehandelt, glaube ich. Ja, der wird auf jeden Fall eher an Informationen kommen als wir. Zumindest an die ganzen Aztec-Infos. Mhm. Das ist so komisch. Wir wenden uns an Aztec, um jemanden zu finden. Das ist... Wer ist denn? Beide. Okay, ich gehe ran. Wer ist denn dran? Der Rumpelstelz. Ja. Ist dieses Fahrzeug ganz zufällig auch unter der einen oder anderen, also ist da, das ist ein Auto, was ihr für berufliche Zwecke auch genutzt habt, ja? Ja. Und ihr habt ab und zu mal den Lack gewechselt? Ja. Alles klar. Hat, als dieses Auto gekauft wurde, ne? Ich habe keine Ahnung, wann das Auto gekauft wurde. Habt ihr es von einem Gebrauchtwagenhändler bekommen, der dann pleite gemacht hat, weil er in ganz schlimme Geschäfte verwickelt war? Ich verstehe. Okay, cool. Dauert noch ein bisschen. Piep! Wo habt ihr das Auto her? Weißt du was? Aztec ist der Grund dafür, dass wir dieses Auto haben. Scheiße. Wie jetzt? Ihr habt das von Aztec? Nein, wir haben das nicht von Aztec. Anders. Eine entfernte Verwandte von Billy war plötzlich da. Also, das war mit Sicherheit eine. Deswegen, weil. Eine nahe Verwandte. Eine nahe Verwandte, also eine etwas weniger entfernte Verwandte. Die kannten sich auf jeden Fall noch aus Kindertagen und. Dann haben wir ein Ding durchgezogen und Aztec hat da die Security gestellt und die haben das Mädel einkassiert und soweit ich irgendwie mal über Billy erfahren habe, haben sie auch wieder nach Hause gebracht. Also sie waren nicht selber, konnten sie mit keinem Verbrechen in Verbindung bringen, davon mal abgesehen, aber die Eltern haben sie dann behalten und sie ist dann nicht mehr da weggekommen und dann wir quasi das Auto. Also so haben wir das Auto gekriegt. Okay. Ja. Also, egal. Wurst. Ja, das ist, die haben die einfach laufen lassen. Na, das Ding ist, dass Billy und ich dann ganzen Kram durchgemacht haben. Sie waren einfach nur in der Menschenmenge, die hinterher panisch rausgerannt ist. Und die Eltern hatten sie als vermisst gemeldet, deswegen, weil sie von zu Hause abgezischt ist. Verstehe. Und dann haben sie einfach wieder nach Hause gebracht. Und die Eltern haben sie natürlich nicht mehr weggelassen und haben jetzt auf sie aufgepasst. Deswegen war das Auto für sie auch futsch und sie ist auch nicht mehr da weg. Dann, sie ist nie wieder nach Moskau gekommen. Seitdem hatten wir das Auto. Also Aztec hat sie laufen lassen, weil sie einfach quasi nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hatte. Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Naja, so halb, also, ach egal, es ist jetzt Wurst. Richtig. Gut. Also wissen wir ja nicht wirklich, wo das Auto herkommt. Naja gut, das ist ja auch jetzt egal. Das Auto ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt. Ja. Wo das Auto herkommt, habe ich keine Ahnung. Gut, dann bleiben uns noch die Horizon und das Anläufern aus. Ja, fahr schon mal in die Richtung, wo wir uns später treffen. Ich glaube, der Weg ist ein bisschen weiter. Achso, okay. Dann fahren wir jetzt dahin. Jo, ihr werdet auf dem Weg, auch nochmal nach eurer Sinn kontrolliert. Die Polizei wird hier jetzt auch seit einem Monat unterstützt. Glücklicherweise ja nun auch von Aztec. Das heißt, die Sinnkontrollen sind jetzt zum Teil ein bisschen anders.
Zum Beispiel mein Notfallkoffer ist übrigens in den Schmuggelfächern. Easy, klar. Gut. Das heißt, jetzt Sinnkontrollen sind halt so, die halten dich an, dann machen sie die Tür auf, dann zerren sie dich da raus, dann drücken sie dich schön mit dem Kopf, also vor allen Dingen dich, Kaber, du bist ein Ork, schön mit dem Kopf auf dein Autodach und sind da etwas forscher und behandeln dich halt schon, als wärst du einfach der allerletzte Scheiß. Jojo, dich nur wie der letzte Scheiß, weil du dich halt mit dem Ork abgibst. Ach so, und ich dachte, die sind netter zu mir, weil ich klein bin und sowas ähnliches wie Brüste besitze. Nee, nein. Du bist als Frau wertlos, weil du keine, ja, und beziehungsweise die falsche... Ich bin ja eine Frau. Ja, erstens bist du eine Frau, das ist schon mal schlecht per Aztec. Dann, du bist nicht religiös. Dann, du bist nicht beim richtigen Konzern. Ja, dann stellen sie euch natürlich auch gerne erstmal die ersten Fragen auf Spanisch und sind super genervt und ein bisschen aggressiv, wenn er die nicht sofort versteht und beantwortet. Da hast du ein bisschen Glück. Du darfst aber auch nicht für Karaman sprechen. Das ist auch verboten. Und so passiert das jetzt alles. Na, also die haben da schon mehr Spaß mit euch. Richtige kleine Arschkrampen. Easy. Das ist ja auch nur in den schlechteren Unterschichtgebieten, wo die patroullieren. Die sind dann auch gleich viert unterwegs und... Ich werde natürlich alle Anstalten des unterwürfigsten Orks machen, den die je gekannt haben. Das nicht ist ein feiner Zug. Ein Wuffi. Ja, ein nicht, also nicht aufmucken, immer das tun, was ich denke, was sie meinen, etc. bla bla. Ausgezeichnet. Die werden, ich meine, eure Sins sind gut. Und die wollen eigentlich nur Leute schikanieren, von daher könnt ihr dann irgendwann weiterfahren. Aber das ist halt so ein frischer Wind. Kann man so sagen. Schön. Ja, ne? Meine Getränkedose, also nachdem wir durch die Kontrolle durch sind, zerknülle ich meine Getränkedose im Auto. Krrr. Ist wenigstens noch was drin? Nur der kleine letzte Rest. Schade. Das regt mich noch mehr auf. Dass es auf meinen Polster tropft. Endlich hat er auch mal schlechte Laune, das finde ich gut. Darf man durchaus mal so sehen. Ich finde das gut. Ja, schön. Kaman kommt mal aus sich raus. Julius ist nicht die einzige, die scheiße drauf ist. Ich finde das gut, wenn Kaman nicht auch noch so oft aus sich rauskommt. Was heißt hier so oft? Du hinterlässt dann immer Leichen, wenn Teile aus dir rauskommen. Das letzte Mal, dass sowas, also so Magieding sich passiert ist, das war Weihnachten und das war in Ordnung. Und selbst wenn nichts Magiedingsiges passiert. Ne? Einer muss ja. Das ist richtig, aber es muss halt auch nur einer. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Deswegen, ich finde es okay, wenn Kaban mal aus sich rauskommt. Ja. Aber nicht so häufig. Nein, nicht so häufig, aber die Situation ist gerade angemessen. Ja, das ist absolut richtig. Schön. Können wir jetzt? Und jetzt, wo ihr dieses schöne Erlebnis hattet, fahrt ihr zum Parkhaus, um euch mit einem Aztec-Oberboss zu treffen. Der muss ja viel netter sein. Easy. Das ist ja quasi jemand, der solche Leute ausbildet und unter sie stehen hat, ne? Der muss halt richtig cool sein. Ich hätte die Uniform tragen müssen. Ich glaube, dann wären die richtig ausgerastet. Nee, dann hätten sie dich wahrscheinlich nur dreimal kontrolliert, weil du ja auch noch irgendwie eine Aztec-Uniform hast und du bist ein Die hätten sie dir erstmal weggenommen, dann hätten sie dich erstmal mitgenommen. Ja. Das kann ich ja nur einem Toten abgezogen haben. Firmeneigentum geklaut und damit hast du Staatseigentum geklaut und das ist schon mal nicht so gut. Hochverrat. Naja, so ähnlich. Aber stimmt, der Security-Typ, der war ja eigentlich echt nett. Damals, oder? Doch, der war nett zu uns. Ja, okay, auf jeden Fall. Geholfen haben. Was? Ja. Der war okay. Ich den Spielleiter nicht verstanden. Der war jetzt nicht übernett, aber der war okay, aber ich meine, es war Johansson, also... Ja. So, ihr kommt dann an. Ja. In dem Parkhaus stehen so ein paar Nutten unten rum, aber ihr fahrt halt weiter oben, nach oben. Da stehen so ein paar Dealer mit Nutten. Dann fahrt ihr noch eine Etage höher. Und da stehen wieder nur Nutten. Und der Guy und so ein paar andere Leute. Zum aber Beispiel Leute, auch die Nutten mitnehmen. Nein. Nein, das ist ja ein großes Parkhaus. Hast schon Platz. Ich wollte nur wissen, ob der Aztec-Guy sich zwischen die Nutten gekuschelt hat. Nee. Ich glaube, die könnten ihm auch zu jung sein, zum Teil. Ach so. Easy, du weißt doch, wie es ist. So, genau, steht da hinten an so einem ganz gewöhnlichen Auto, sitzt da quasi im Kofferraum im geöffneten und isst sein Mettbrötchen.
Sympathischer Mensch. Und ich dachte, Gabans geschulte Fleischnase sagt ihm, es ist echtes Mett. Sehr sympathisch. Die Junge hat Geschmack. Ja, Jojo lässt die Knarre irgendwo im Auto. Habe ich dir gerade nicht gesagt, dass da Nutten und Dealer und Nutten sind sie und so? Sie lässt die Knarre am Gürtel. Ah ja, okay. Ich gehe unbewaffnet, wie gerade eben auch. Ja, du bist ja auch eine Waffe. Richtig. Ach, ich glaube, Jojo wollen die gerade auch nicht anlangen, aber das wissen sie nicht. Wenn ihr näher kommt, rutscht er halt auch so an die Seite, dass ihr euch neben ihn setzen könntet. Und wirft dann einem von euch so eine Tüte zu, wo halt zwei weitere Mettbrötchen drin sind. Danke. Danke. Schmeckt gut. Bestes Fleisch. Was kann ich tun? Moment, waren die beim Sie oder beim Du? Er war das letzte Mal... Du warst, glaube ich, bei einem Mischmasch und er war bei einem... Sie? Jojo fragt ihn jetzt einfach. Waren wir beim Sie oder waren wir beim Du? Ich kann mich bei besten Willen nicht erinnern. Ich auch nicht. Was geht? Du. Das war jetzt nicht so gut. Also, was kann ich tun? Es geht indirekt um die ganze Sache von damals. Und zwar die Geschichte, die da hinter der ganzen Sache steckt, darüber weißt du. Die ist kurz noch ein bisschen fragend, aber redet dann einfach weiter. Ja, Bescheid. Und es wäre echt genial, wenn du uns... Oder wenn du die Möglichkeit hättest, uns Kontaktdaten oder irgendwas anderes eine Möglichkeit zu liefern, wie wir die Hackerin finden. Entweder jemanden, der das kann, oder irgendwie anders, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast. Und was du für angemessen hältst. Ja, ihr Eindringen im Hotel wurde damals natürlich untersucht. Und das wurde quasi ihre Art des Hackens irgendwie untersucht und irgendwelche, für den Fall, dass sie irgendwann mal kommt, irgendwelche Gegenmaßnahmen und sowas und was weiß ich, da wurden ganz verschiedene Dinge gemacht, meiner Ansicht nach, auch Programme, die in der Lage sein dürften, wenn sie, zumindest wenn sie noch ähnliche Software verwendet, sie zu finden. Die bekäme ich ganz sicher. Bei anderen Dingen bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die besteht. Das wäre... Ansonsten könnte ich einen guten Hacker vermitteln. Ich würde dann die Kosten übernehmen. Das ist nur die Frage, ob der sich kooperativ zeigen will. Ich glaube, das Programm reicht erstmal. Okay. Das wäre super. Und eine Kleinigkeit gäbe es noch, die uns aber das Leben extrem vereinfachen könnte. Das Krankenhaus, das da in der Nähe, also zwischen Donskoy und Chofrino liegt. Es wäre hervorragend, wenn wir rausfinden könnten, ob Foxy Lady da in den letzten Tagen irgendwie gewesen ist. Würden Sie mich kurz entschuldigen? Würdet ihr mich kurz entschuldigen? Klar. Ja, er geht ein paar Schritte. Und dann nimmt er sein Kommunik und telefoniert. Jojo, isst du eigentlich dein Mettbrötchen? Nein. So ein paranoides Stück, so habe ich dich aber nicht erzogen. Die hat einfach keinen Hunger. Achso. Also, Jojo und kein Hunger, sehr schön. Dann lecke ich mir quasi den letzten Finger nochmal ab. So. Willst du es gar nicht essen? Also, sollst du probieren. Ist echt super. Nimm. Danke, ist echtes Fleisch, Mann.
Bist du sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Nom nom nom. Dann beiß ich da genüsslich rein. Ihr wisst gar nicht, wie groß die Versuchung für mich ist, da jetzt irgendwie ein Drive-By stattfinden zu lassen, wo alles rumspritzt an Blut und Gedärm, damit Jojo plötzlich Hunger kriegt. Das wäre eine sichere Methode. Und ich dachte nur, oh, ich weiß, ihr wisst gar nicht, wie groß die Versuchung ist, dass da jetzt irgendwas drin ist, um die Leute zu tracken oder irgendwie sonst an den Scheiß. Nee. Ich will nur das Beste für meine Spieler, die sollen nicht hungern, die Charaktere. Nee, nee. Ich genieße sichtlich das leckere Essen. Bestes Mettbrötchen Moskaus. Mit oder so. Zwiebeln. Ja, natürlich mit Zwiebeln. Du weißt doch, wie ein echtes Mettbrötchen gemacht wird, ne? Na sicher. Also ich meine, das tauchst du ja in Zwiebeln. Also richtig gut. Juti, nee, der kommt dann wieder. Nein. Definitiv nicht. Alles klar. Schade, aber danke. Ich muss es einfach für mich, das ist sehr wichtig, falls dann einer von Ihnen einzeln auf mich zukommt. Die beiden Sachen, auf wessen Gefallensliste soll ich das jetzt schreiben? Auf meine. Okay. Outgame? Könntest natürlich auch Billys nehmen. Ich sag das nur. Ach so, stimmt, änder das. Ich meine, wenn du sie mal klärst, natürlich. Hä? Wie, wenn ich sie mir kläre? Ja, wenn du sagst, das geht übrigens auf Foxys Kappe, dann sagt er, dann sagst du, ja, die suchen wir ja und deswegen. Dann sagt er, ach so, okay, dann ist was anderes. Nee, klar. Verstehst du? Okay, änder das. Am besten auf die Kappe der Lady. Aus naheliegenden Gründen kann ich das natürlich nicht machen. Aus, doch können sie, denn sie ist der Grund, weshalb wir überhaupt hier mit ihnen sprechen. Deswegen fragten wir auch, wo sie ist, oder ob sie bei euch im Krankenhaus liegt. Die Hackerin von damals sucht nach Rache. Möglich. Okay, ich werde sehen, ob wir auch eine Möglichkeit haben, wenn sie unter Beobachtung steht, weil sie irgendwas von uns gehackt hat innerhalb der letzten 7 Monate, was ja ungefähr hinkommt. Wenn sie da weiterhin unter Beobachtung steht, kann ich gucken, ob ich Aktivitäten von ihr einsehen kann, was aber nicht ganz einfach wird. Und vielleicht, wenn sich wirklich bemüht wurde, ein Standort zu einem beliebigen Zeitpunkt. Ich werde das mit aufnehmen. Okay? Alles klar. Dankeschön. Das scheint ein bereiches Programm, bekommen Sie auf jeden Fall. Ich werde Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Da wird einfach nur ein Zeitpunkt genannt, da bekommen Sie das auf den Chip. Und ein Plus am Ende bedeutet, dass Sie noch was bekommen und wenn nichts mehr kommt, dann kann ich nichts mehr tun. Alles klar. Ich denke, klar. Das ist am einfachsten. Gut. Wo wird dann der Chip sein? Oder ist da auch ein Ort bei? Der Zeit und Ort schreibe ich Ihnen dann. Alles klar. Okay. Gut, ich werde mich direkt darum kümmern. Dann vielen Dank für die Hilfe. Ich wünsche Ihnen das Beste. Jojo nickt. Und dann steigt er in sein Auto. Ja, ich nicke mir auch nochmal zu, ne? Stopfe mir noch den Rest vom letzten Brötchen in den Mund. Ne? Ha, das war's mit dem Drive-By. Haben Sie gerade der Dame das Mettbrötchen weggegessen? Die gute Dame hatte keinen Hunger. Das sagen die Frauen immer. Ich rate Ihnen, halten Sie mal einen Rest, zumindest die Hälfte zum Beispiel, offen. Sonst könnte sie verärgert reagieren, wenn sie in einer halben Stunde plötzlich Hunger bekommt und Sie haben das weggegessen. Das ist nur ein freundschaftlicher Rat unter Männern. Dankeschön. Dann fährt er. Uzi, was? Hey. Sexismus bei Aztec ist nun mal vorhanden. Und ich finde, ich habe das gut rübergebracht. Also, ja. Das hast du sehr freundlich rübergebracht. Es wirkte ein wenig schalkhaft. Und ich habe eine Schwester. Ich weiß, wie das funktioniert. Es ist die Wahrheit. Die pure Wahrheit. Boah, Private Details. Wieder rausgeschnitten. Ich irgendwann schon mal. Es war schon mal irgendwas mit Two Girls von Cup und so. Easy. Eine von denen ist deine Schwester. Mhm. Na dann.
Ich hoffe, es hat gemundet. Ja. Das ist bei uns so üblich. Das ist quasi... Ballaststoffe. Eine Weihnachtstradition. Weißt du, das, der Weihnachtsschokolade... Das kommt in diesem Zusammenhang auch sehr komisch. Ja, ich weiß. Gott. Themawechsel. Ich bin mal ein paar Minuten AFK. Viel Spaß beim Thema. Was? Ich habe die Bilder gerade im Kopf, wie Eierflip gemacht wird. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gut. Oh Gott. Ach komm, so schlimm. Eierflip nicht. Und Muschelschokolade, ja. Ja, yeah, das passt hervorragend zusammen. Eine sehr schmackhafte Kombination. Das so spricht wohl jemand cremig. Aus Erfahrung. Das spricht jemand aus Erfahrung, ne? Ja. Na dann. Okay. Ich denke mal, wir gehen dann auch wieder ins Auto und fahren wieder. Denke ich, wenn nicht die Nutten anfangen, uns hinterher zu laufen und davon uns zu prügeln. Davon gehe ich aus. Mann, ich wollte alle umbringen. Bist du so mordlüstern? Kavan ist gerade nicht gut drauf. Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das Essen hat ihn zwar ein bisschen besänftigt. Ja, das hat seine Stimmung doch ein bisschen aufgehoben, quasi hier. Aber das könnte böse enden, wenn ihn jemand provoziert heute. Das war einfacher als erwartet. Ehrlich gesagt. Ich habe mit mehr Problemen gerechnet. Ja, aber irgendwie. Gut. Wenn er zu seinen Worten steht, ist das doch schon mal cool. Mhm. Nice to know. So, was bleibt uns noch? Also Evo, nee, Horizon. Wenn dann Horizon. Sag aber ich Evo, glaube ich nicht. Evo hat hier keine Klinik, wo sie hingefahren sein könnte. Ja, ich habe mich auch verbessert. Also, auf nach Horizon. Yay. Das eröffnet uns ganz neue Horizonte. Badum. Ta 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 ta. Ich habe auch miese Laune, also. War ein Versuch. Ja. Oh Gott, ich glaube, die sind nicht so leicht bestechlich. Ja, das ist das Problem. Und wenn ich von einem Horizon-Typen angegrinst werde, dann habe ich jedes Mal das Bedürfnis, ihm die Augen rauszureißen oder sowas, damit er keine Fotos von mir macht oder mir ins Gehirn guckt. Kannten wir nicht jemanden von Horizon? Jein. Also, ich habe bestimmt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr mit der Frau gesprochen und sie war auch eigentlich, also sie war Horizon-Bürgerin, aber das war's auch. Also nichts, was hilft. Eine Hand wäscht die andere vielleicht. Ich meine, ist ein... Ich habe keine Nummer von der. Okay, schade. Aber sonst wäre es auch ein richtig Big Deal gewesen, ne? Gefallen bei jemandem zu haben. Nee, aus so einer Liga. Ich habe keine Nummer von der. Und dass Billy wirklich bei den Bullen ist, glaube ich nicht. Also wenn sie so lange bei den Bullen ist, dann, also wenn sie einfach nur gekascht hätten wegen einer Kleinigkeit oder wegen einer Sinn, dann okay, aber ansonsten hätten sie sich vermutlich bemüht, mehr Infos zu kriegen und dann hätten sie vermutlich einen Magier hinzugezogen und dann hätten sie schon längst vor unserer Tür gestanden. Du kennst doch die Polizistin, oder? Tati, genau so hieße. Können wir die vielleicht mal fragen? Das habe ich auch schon überlegt. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für sinnvoll, dass sie bei der Polizei ist. Dann hätte sie auch bei irgendwem vermutlich irgendwann mal melden können oder sowas. Weißt du, wenn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist wegen einer kleinen Sache bei den Bullen, dann hätte sie schon längst wieder raus sein müssen. Oder es ist wirklich eine große Sache und dann wissen die alles. Und dann weiß ich nicht, ob es noch eine gute Idee ist, Tati anzurufen. Verstehst du? Denn so gut kenne ich die Frau nicht. Also wir hatten unsere kleinen Absprachen, aber ich sag mal so, wenn da wirklich irgendwas im Busch ist, dann
möchte ich sie nicht unbedingt noch mit der Nase draufstoßen, dass ich jetzt vogelfrei bin, weißt du? Ja, stimmt wohl. Scheiße. Aber ansonsten gehen uns bald die... Ja, oder die... Wir fragen mal... Ich weiß nicht, wie sind eure Kontakte zu der Mafia? Zu dem Wort? Du meinst Savory. Mhm. Also ich kenne da jemanden, den ich vielleicht fragen könnte, aber... Wir haben schon festgestellt, dass wir die gleiche Person kennen. Ach so, richtig, da war ja was. Ja, vergessen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber die können ja vielleicht eventuell mal ein paar andere Schattendogs oder sowas abklappern. Die haben da ja einen größeren Hass als wir. Oder wissen vielleicht, dass ob jemand die Leiche gefunden hat oder wie auch immer. Oder ne, dass sie auf irgendeiner Abschlussliste stand oder in irgendeinem Safehouse ist. Sie hätte sich gemeldet. Vermutlich. Sie hätte uns zumindest gewarnt, weil wenn sie in der Scheiße steckt, dann stecken wir meistens auch mit drin. Ja, ich will nur jetzt einfach die Hoffnung nicht aufgeben, weißt du? Ich weiß, dass du die Hoffnung nicht aufgeben willst, Kaban, aber letzten Endes... Die Konsequenzen sind scheiße, wenn das anders ist. Wenn sie weg ist, wenn sie komplett weg ist und wir sie nicht wiederfinden. Ich weiß. Richtig scheiße. Ich meine, ich weiß schon zu viel über dich. Was sie alles weiß, will ich gar nicht wissen. Viel. Und sie weiß auch genauso viel, also sie weiß auch genug über mich, dass es scheiße wäre. Keine gute Idee. Es geht mir nicht mal unbedingt darum, was sie alles weiß, doch es geht mir auch darum, was sie alles über mich weiß, aber es ist einfach Kacke. Ja, auch das. Ich meine, ich kenne sie jetzt seit lange. Kaban schaut aus dem Fenster übrigens von dir weg. Okay. Während er mit dir redet. Ja. Ist auch egal. Richtig. Puh. So. Was bleibt uns noch? Jojo ruft Fedor an. Der geht nicht ran, schickt dir eine Nachricht, du sollst es ein paar Stunden mal probieren. Okay. Und ihr kriegt jetzt eine Nachricht, dass mit einem Ort in 10 Minuten, der nicht so weit entfernt ist. Vor allem also, der Typen. Nee, Quatsch, 10 Minuten wäre viel zu knapp, sagen wir mal 20, das dürfte man eigentlich schaffen. Von dem Aztec-Typen? Ja, ja. Ah, okay. Okay. Mit einem Plus oder ohne Plus? Ohne. Okay. Dann steuere ich diesen Ort an. Gut. Ja, so eine Straße, da sind so ein paar Geschäfte, jetzt nichts Großes, halt der übliche Scheiß, Bodyshops und so ein Gedöns. Und da ist so eine kleine Aztec-Patrouille unterwegs und ansonsten ist da nicht viel. Gut, wir warten, bis die Aztec-Patrouille ein bisschen weiter weg ist. Die gibt uns wahrscheinlich den Scheiß-Chip. Oder so, das kann natürlich auch sein. Jojo steigt einfach aus und, ja. Hey, die kommen auf dich zu. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir nämlich auch. Jo, gut, ich bleib im Auto erstmal. Das ist eine gute Entscheidung. Ja. Jo, die ditchen dich gegen die Wand, weil du ja eine Waffe hast. Und dabei wird dir was in die Tasche geschoben. Mhm. Und der eine raunt dir noch ins Ohr. Am besten nicht so benutzen, sondern also vielleicht jemand, der sich auskennt. Und sie nickt unmerklich. Also dann tun sie so. Nicht, aber ja. Nee, kannst du nicht, dein Kopf wird festgehalten. Und dann er tun merkt, sie noch so, als würden sie dich. Wenn sie nicht festgehalten würde. Das ist ihm auch egal, der weiß, dass er zur Kenntnis genommen wird. Er hat ja gerade die Oberhand. Nee, der und dann. Ja, geht. Und ja, dann tun sie, als würden sie sich kontrollieren, dann gehen sie weiter. Mhm. Jojo geht zurück. Sie hat eine kleine Schramme an der Stirn. Ja, ist alles gut. Sie wischt mit dem Handrücken drüber und. Alles wieder gut? Aber ja, zu der Test angegriffen, oder? Kleine Arschlöcher. Jetzt müssen wir nur noch wen finden, der sich damit auskennt. Wer ist mit unserer kleinen Märchenfigur? Hm,
Ich weiß gar nicht, ob man solche Programme kopieren kann. Ich glaube, da gibt es einen Kopierschutz auf dem Programm. Also je nachdem, ob das... Das ist eine legale Software, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Bevor das wir das der Märchenfigur geben, sollten wir erstmal warten, bis der den Wagen gefunden hat. Ansonsten ist er nämlich so heiß auf dieses Programm, dass er das andere links liegen lässt. Und wenn er zu lange braucht, haben wir das immerhin noch als Anreiz. Ja, stimmt allerdings. Gut. Juti. Hey, Leute! Danke! Danke! Und es ist Wally! Es ist Wally! Wer wird denn angerufen? Jojo. Ihr beide. Achso, der hat Dellys Nummer? Naja, der hat's ja oft genug hinterlegt jetzt. Du hast recht. Jojo nimmt ab. Jupp, ich auch. Könnt ihr euch an unser Gespräch gestern erinnern? Ja. Okay, dann frage ich mich, was zur Hölle ihr in der Scheißbude von Billy verloren habt? Julia legt auf. Ich war auch kurz davor, aber jetzt bist du mir zuvor gekommen, das ist gemein. Ich bin noch in der Leitung, also das ist... Das passiert nebenbei. Okay. Ich schweige einfach nur. Ja, bitte. Eine Erklärung? Ich war nicht in der Wohnung. Du hattest natürlich gar nichts damit zu tun. Du bist ja so klein und süß und unscheinbar. Stimmt, du kannst gar nichts, außer mit deinen großen Rehaugen. Wollen wir das persönlich klären? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort. Die könnt ihr mir sicher auch so geben. Woher hat ihr eigentlich die Nummer? Von dir? Ich glaube, du hattest ja auch hinterlegt und selbst wenn... Ja, aber da hatten wir noch die anderen Comlinks. Ja. Service Provider. Bitches. Wir erklären einfach alles durch die Zukunft. Nein, easy. Das ist doch alles die gut. SIM-Karte der Zukunft. Verstehst du? Ja, ja. Okay, alles gut. Du kannst ja deine Nummer behalten und ein anderes Comlink nehmen. For und es wäre halt klug, wenn ihr das gemacht hättet. For the sake of plot. Nicht nur deswegen. Es wäre auch klug, wenn ihr eure Nummer behalten hättet. Das ist richtig. Weil ihr habt ja andere Kontakte, ne? Sau gut. Habe ich mir auch gedacht. Hui. Ja, Jojo lässt Wally sich gerade auskäsen. Naja, sie hat eine Frage gestellt, es hat nichts mehr mit auskäsen. Sie wartet jetzt auf eine Antwort. Ich schweige immer noch. Hör zu, Wally, du hast deinen Standpunkt deutlich gemacht. Und offenbar nicht deutlich genug. Lass das. Danke. Und was du machst oder nicht machst oder lässt, interessiert mich nicht weiter. Du hast eigentlich... Ach, weißt du was? Vergiss es einfach. Ruf mich einfach nicht mehr an, okay? Und danke. Lass du dich einfach, die Erwachsenen, sich um die Sachen kümmern, die Erwachsene angehen. Und damit legt sie auf, denn sie muss das letzte Wort haben. Es ist sehr wichtig. Ja, dann hört sie vielleicht noch das abgebrochene Lachen von mir. Das hört sie noch. Sehr gut. Schlampe, sagt Jojo an ein ausgeschaltetes Display gewandt. Ihre Hände zittern ein wenig. Ich hätte wenig Lust, da jetzt vorbeizufahren. Das werden wir nicht tun. Ich weiß, dass das nicht klug ist, aber ich hätte nicht wenig Lust dazu. Also, wenn du das machst, ist das dein Bier, aber ich werde das nicht tun. Ich kann mir die Konsequenzen vorstellen. Welche Konsequenzen? Wenn ich dafür fertig bin, gäbe es Konsequenzen für mich. Das wäre nicht gut. Sie wäre sauer auf dich, ja. Nee, ich glaube nicht, dass sie sauer wäre. Sondern? Wahrscheinlich eher deine Gang. Also darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Jetzt motiviere mich nicht, dahin zu fahren und ihr das Leben auszuklatschen. Das wäre so schön. Wir werden das nicht tun. Gut. Und ja, es kostet mich gerade sehr viel Selbstbeherrschung, das zu sagen. So, wir haben jetzt das Programm, wir können nichts machen.
Horizon. Stimmt. Richtig, Horizon wäre das Letzte, aber... Genau, Tati anzurufen ist dumm und ansonsten, ja. Fedor wird uns wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? Ich habe ihn vorhin schon angerufen, aber der hat gerade keine Zeit. Das hat sie dir nicht unbedingt gesagt, dass sie ihn anruft. Okay, wann ist sie denn wieder erreichbar, weißt du was? Ein paar Stunden. Shit. Ich hasse es, nichts tun zu können. Ist halt so. Wir können jetzt ein paar Stunden durch die Gegend fahren oder uns irgendwo hinsetzen oder gar nichts machen. Oder ich räume meine Wohnung, was ist eine gute Idee, ich räume meine Wohnung weiter aus. Ich helfe dir. Jo, ihr habt ein bisschen Zeit, die Wohnung zu durchdingsen und euch mit Oskar zu beschäftigen. Und irgendwann wird dann halt auch der Rumpelstelz nochmal per Nachricht Bescheid geben, dass er bereit ist, sich mit euch zu treffen. Sehr gut. Okay. Dann werden wir dorthin fahren. Nee, das ist... Warte. Es ist die gute alte Clubangelegenheit der Titentanz. Ist das ein Stripclub? Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Sehr schön. Es ist ein ganz besonderer Stripclub. Alle Frauen dort haben entsprechend pralles Gerät, ja, dass sie tanzen kann. Und sie sind spezialisiert, also an der Stange machen die nicht viel, aber sie bewegen ihren Körper kaum, aber die wesentlichen Elemente, die tanzen. Die hüpfen nicht nur auf und ab, nein, auch wird im Kreis geschlenkert und so an. Also, die können Sachen, es ist unglaublich. Das ist eine Show, die eine, ne? Die, nee, da hören wir da einfach mit auf. Egal. Das ist es. Die beste Bar in ganz Moskau, sagst du. Auch, ja. Ist natürlich richtig schön zugestunken, alles völlig überteuert und laut und gröhlend und ne, was man halt so kennt. Wenn da einer von denen auch nur einmal gedenkst anzupacken, dann bist du halt raus. Na, da passt Jojo ja hervorragend rein. Naja, du in dem düsteren Licht und bei dem, was man dort als Bild von einer Frau angesetzt bekommt, wirst du bestimmt für einen femininen Kerl gehalten. Wahrscheinlich, das ist auch mein Glück. Das ist ein Traum. Ja. Er wird auch, wenn ihr dann kommt, ne, wird er natürlich in der ersten Reihe irgendwo sitzen, wo es jetzt nicht so günstig ist mit den anderen und, ne, die Show genießen. Er ist der Lauteste. Sehr gut. Finden wir ihn ja sofort. Von Julia kommt eine Nachricht an sein Comlink mit einem Ping. Und wir setzen uns in ein Separé und dann, dass wir halt nicht ganz vorne sitzen. Ja, es gibt da Separés. Sehr gut. Er kommt dann auch nach. Er hat noch so einen minimal missmutigen Blick, aber der muss ja durch. Ja, er hat leider schon Pech, vorher Zeit. Er hat leider Pech, dass Jojo ihn angepinkt hat, sodass ich ihm jetzt nämlich eine Lapdance bestellt und sie hätte ihn quasi in das Separé geführt. Du fieser Wichser. Und dann hätte sie ihn in das Separé geführt und dann wärt ihr da und sie wäre gegangen. Richtig. Du bist das mieseste Schwein, weißt du, das nennt sich Kerl. Keine Nähe, von wegen Bro-Power und so. Was einfach unglaublich. Solche wie dich, die kann ich aber leiden. Also, er kommt da rein. Er hat so ein bisschen Glitter abbekommen. Sieht schon schön aus und kommt da mit seinem Himbeersirup, den er selbstverständlich aufpeppen musste. Es sind noch einige Würfelstücken Zucker drin, die sich noch nicht vollständig gelöst haben. Mit Schirmchen und setze ich dann hin. Mann, Nadja war gerade dabei, aber naja, gut, das hätte ich wissen müssen. Das immer im besten Moment kommt, Leute, ihr kennt das sicherlich. So. Das ist eine Gabe. Lohnt sich auch nur im besten Moment zu kommen. Okay, das nächste Mal verlange ich nur nach dir. Hast du auch die Gabe? Nein, die hast du nicht. Das ist auch egal. Pass auf! Das Auto ist von der Polizei beschlagnahmt worden, weil ein Verbrechen darin verübt wurde. Ein Gewaltverbrechen vor 3 Tagen. Was dann, für eine Art von Gewaltverbrechen? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mal gucken, wie das so ist. Polizei hacken, das... Nee. Aber
ganzen Gewaltverbrechen mit Porter, also es wird mindestens sehr schwere Körperverletzung sein, vielleicht mehr. Dann wurde das Auto beschlagnahmt und dann hat man die Spurensicherung abgeschlossen und das wurde einen Tag später bereits, also vor 2 Tagen, versteigert. Und der meistbietende ist natürlich ein übelster Höckerpreis gewesen. Ja, da wurde der Schleicherchip und sowas wurde rausgenommen. Und der höchstbietende war Humanes. Jojo guckt Kaman an. Wir holen unser Auto wieder, habe ich verstanden. Gut. Kannst du uns die Adresse von dem Typen nennen, der es jetzt besitzt? Ja, ja. Also Humanes hat das Auto gekauft. Und dann gibt es einige sehr merkwürdige Abrechnungen, wo ich nicht genau weiß. Ich glaube, sie wollen es so aussehen lassen, als hätten sie es dann irgendwie weiterverkauft. Aber ich denke, sie werden es für einige Machenschaften benutzen, wo das ja auch äußerlich gut hinpasst, die nicht so sind. Das heißt, das wird auch an eine Abteilung gehen, die nicht mehr offiziell zu Humanes gehört und sich damit beschäftigt, Knochen zu brechen. Ne? Ich weiß, was wird antun. Die unangenehmen Leute. Wo ich dann nicht mitkommen muss. Richtig. Musst du noch gar nicht. Das ist schön. Und ich hab's noch angeschaut, Vicky. Auf jeden Fall, es ist ein Donsko und ich kann euch eine ungefähre, so in 4-5 Straßenzüge kann ich sagen, wo es ist. Den Rest müsst ihr selbst gucken. Das reicht ja schon, da sollte das Auto zu finden sein. Ansonsten wäre nett, wenn du dich in das Auto einklinken könntest. Das wäre natürlich noch besser. Ja, wenn's online wäre, wäre das gut. Aber wenn man unlautere Sachen damit macht in schlechten Gebieten, dann muss man ja manchmal gar nicht den Knoten anschalten, weißt du? Ja, ich verstehe. Schade. Es war viel unterwegs in Donskoy, aber ich jetzt gerade, keine Ahnung, ich kann gucken, ob es mal wieder online kommt. Wenn sie wieder einen Schleicherchip eingebaut haben, was ich ja annehme, ne? Dann ist es auch gut möglich, dass die einfach so auf die ID wechseln, dass ich das nicht mehr finden kann. Wir finden das schon bestimmt. War ja nicht. Jo, also wie gesagt, 4, 5, 6 Straßenzüge da innerhalb von so einem Umkreis. Dankeschön. Was kriegst du? Ach, das habe ich ja selbstverständlich gern ohne Bezahlung übernommen, weil wir uns ja auf etwas geeinigt hatten. Ihr erinnert euch? Dann, hey, seid ihr ehrenwerte Leute? Ihr seid ehrenwerte Leute. Dann wirst du dich sicherlich freuen über das, was wir zu sagen haben. Wir haben ein Programm bekommen von, was das jetzt ganz genau macht, weiß ich nicht. Die Ansage war, dass damit jemand was machen sollte, der sich mit sowas auskennt, um die Frau zu finden. Es hatte irgendwas mit einer Analyse von ihrer Software und ihrer Vorgehensweise und was weiß ich was zu tun, keine Ahnung. Du kannst Tech-Moments damit sowas nicht finden, die sind zu schwabbelig, würde ich es nennen. Geht doch nicht um die. Es geht um deine 30%, du erinnerst dich. Also. Ihr wollt wirklich hinter dir her. Mhm. Na dann sag mal her, ich freue mich total. Willst du oder willst du nicht? Jojo hält jetzt einen Datenchip in der Hand. Kann ich das sagen, nachdem ich mir das angeguckt habe? Wenn du uns mitgucken lässt, was du da machst. So, ob ich das helfen würde, klar. Jojo gibt ihm das. Jo, reingesteckt und er lässt euch mitgucken. Was euch nichts hilft. Er guckt sich das Programm an, ein Programm, was ihr nicht verstehen werdet. Weil es zum Beispiel keine Benutzeroberfläche hat. Okay. Das kannst du lesen? Oh, das ist Hex, Alter. Achso, hier. Ihr übersetzt es euch jetzt in Ikonografie und ihr müsst euch das vorstellen. Ihr kennt ja sicherlich das Bild der Schrei. Hm. So, das guckt ihr euch an, nachdem ihr 2, 3 Tröpfchen LSD genommen habt. Oh, es morpht. Und dabei fahrt ihr Achterbahn. Im Wesentlichen ist es das. Also das andere fand ich gerade klarer. Was? Das ist Sex. Ihm geht gerade einer ab. Merkst du das nicht? Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh, fast. Nein. Oh, oh.
Soll ich Nadja nochmal reinholen? Nee, die brauche ich jetzt nicht mehr. Voll das Klischee, oder? Natürlich bräuchte ich die, aber... Okay, es ist prinzipiell möglich damit. Sehen wir mal ehrlich, ne? Das wurde von jemandem geschrieben, der ist ein Gott. Der ist ein Gott und der hat das beste Deck, das es gibt. Und ich bin, sind wir ganz ehrlich, nicht mal ein halb... Was? Ja, aber bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Warum? Na, das Programm ist turbokomplex und ich bin mir nicht sicher, also wenn ich mir das jetzt in der Woche angucke, ob ich dann finde, ob was passiert, wenn du es kopierst. Okay. So, wo war ich genau? Ich bin nicht mal ein Halbgott. Ich bin nicht mal ein... So, auf jeden Fall. Wenn ich damit versuche, die Alte zu finden, kann sie es immer noch merken. Und dann bin ich tot. So. Deswegen bin ich noch zwischen Abspritzen und Nicht-Abspritzen gefangen. Das ist ein ganz schlimmer Zustand. Du musst wissen, ob du es willst oder nicht. Wenn du es nicht willst, gibst du uns den Chip zurück und diese Unterhaltung hat so nie stattgefunden. Oder aber du kannst natürlich an dem geilen Scheiß mitarbeiten und das vielleicht studieren, dieses Programm, und dadurch besser werden. Oder so, wie ihr auch immer besser werdet, keine Ahnung. Ihr lest doch bestimmt diese ganzen Bücher und so. Diese Bücher, ja. Und du gehst bestimmt in dieses Fitnessstudio. Also Leute, es sieht folgendermaßen aus. Ich würde mich freuen, wenn wir Folgendes aushandeln könnten. Ihr gebt mir eine Stunde Bedenkzeit. Vielleicht sagen wir 2 Stunden Bedenkzeit. So. In der Zeit fragt ihr einfach noch niemand anders. So. Können wir uns darauf einigen? Und den Chip kriegt ihr natürlich wieder. Gut. Denn das wäre eh eine Angelegenheit, die ein bisschen, wo 2 Stunden jetzt nicht die Rolle spielen. Das ist wahrscheinlich richtig. Und, So, was kannst du uns jetzt nochmal genau zu dem Auto sagen? Also da drin ist definitiv, du weißt nichts davon, alles klar. Was genau? Schon gut. Was kann ich zu dem Auto sagen, wo es ungefähr war? Es wurde nicht viel dran geändert, ihr werdet es auf jeden Fall erkennen. Nein, ich meine, was damit in Verbindung, aber gut, da kann ich auch wen anders anrufen, schon okay. Achso, das Verbrechen. Na, ich könnte versuchen, mich bei den Bullen einzuhacken. Nee, aber... sinnlos, musst du nicht. Okay. Es war auf jeden Fall nichts, was besonders gut dokumentiert wurde, ja? Also, du weißt, wie es ist. Ich kann euch sagen, wo es gefunden wurde. Also, das war... Das wäre eine Hilfe. Ja, Sekunde. Habt ihr eigentlich ins Twiddler schon geguckt? Sie, ich bin da drin. Okay. Ich habe mich nicht getraut, aber ich glaube, du kannst. Es funktioniert heute gut. Ah, da ist schon ein Penis, das ist zu schön. Yeah. So, das Auto wurde gefunden. Da, wo der schwarze Kreis ist, da, wo der grüne kleine Kreis ist, da im Umkreis ist es jetzt. Ich sehe eine weiße Fläche. Ich sehe den schwarzen Kreis. Der ist unten direkt über dem Schriftzug Donskoy. Ich mache da einfach Pfeile dran. Den schwarzen sehe ich, aber den grünen? Da. Das ist Turbo langsam. Es ist Turbo langsam, sehr schön. Den sehe ich trotzdem noch nicht. Aber ich sehe den Pfeil, also von daher ist alles gut. Echt? Dann mache ich den jetzt einfach mal rot. Achso, ich glaube, du hast dich eingeloggt, nachdem ich den grünen Kreis gemalt habe. Das kann sein. Miau, da. Ah, na gut. So, ich sehe keine Kreise. Da ist ein grüner Kreis. Wieso sehe ich Turbo langsam? Vielleicht, weil sie nicht blind ist. Vielleicht bist du rot-grün blind. Nein, ich denke nicht. Achso, okay. Ich hab's gefunden. Mein Penis ist auch übrigens grün. Du lügst. Ich bin nicht rot-grün blind. Ist so, schön, hier alle aneinander vorbeireden. Da, wo der rote Kreis ist, wurde das Auto gefunden. Nee, und da ist es jetzt. Ah, okay. Das heißt, es wurde quasi in dem Gangstergebiet wurde das Verbrechen in Anführungsstrichen verübt und bei den Humanistümen, oh Gott, das... Hey, es ist nicht Humanes, es ist Human Nation. Entschuldige bitte, bei der Human Nation, wo Jojo sich eigentlich nicht unbedingt einmischen sollte, ist es jetzt, ja? Naja, was denn? Für Billy? Tschaka! Es ist ja nicht für Billy, es ist für den Bumsbully. Hey. Vielleicht... Es ist ein Stück Billy. Was haben wir uns nochmal zu Human Nation aufgeschrieben? Ah ja. Ah ja, Fackelmärsche und so, sehr kleine gut. Kleine Wichsbastarde sind. Treibjagden, ach ja, das waren richtig gute Leute.
Und Kavan hat da gerade richtig Bock drauf. Er hat nur nach einem Grund gesucht, um jemanden zusammen zu möbeln. Jetzt ist hat er einen. Das ist super. Es trifft auf jeden Fall den richtigen, wenn man da jemanden zusammenschlägt. Easy. Ausgezeichnet. Und man kann ja auch mal, also man kann ja, man, es ist ja noch nicht so warm, das heißt, man trägt noch eine Jacke. Vielleicht sollte Jojo trotzdem kurz Bescheid sagen. Sagen wir es mal so, du kannst Bescheid sagen, aber ich weiß nicht, ob du dann nicht direkt eingesperrt wirst oder so. Wenn du jetzt natürlich wirklich das mit der Bini machen willst, dann... Ich meine, ihr habt euch ja letztes Mal auch richtig gut verkleidet zusammen. Und das meine ich jetzt nicht mehr ironisch. Und wenn dein Gesicht erst wieder voller Blut ist und du die Zähne bleckst, ja, erkennt dich doch keiner. Was soll denn da schiefgehen? Wenn ich die ersten, wenn ich mir die ersten Arme um den Hals gehangen habe, dann weiß ihr gar nicht mehr, wer ich bin. Wenn du die ersten Gesichter der ersten Nazis quasi als deine trägst. Genau. Easy. Man kann sich vom Schweigen der Lämmer sehr viel abgucken. Ja, kann man machen. Gut. Gut, dann lassen wir dir eine Stunde Bedenkzeit. Ich grinse ihn dabei an. Okay. Also zwei wären cool. Dann halt zwei. Easy, gut. Dann wird es halt auch so entsprechend geordert. Alles klar. Also als ihr beiden dann geht für dich, Flummi, da kommt Nadia rein. Danny hat sie offenbar bezahlt. Richtig. Also Kaban. Da wird ihn doch ein bisschen freundlicher stimmen, denke ich. Ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Gott. Sie so Neuer ruft Tati an. Hallo. Wer ist da nochmal? Hier steht, hat mir das nicht eingespeichert. Hey, Jojo hatte doch ihre Nummer noch. Ja, ich weiß, aber sie hat vielleicht mal das Comic gewechselt oder so, oder war irgendwas. Kann ja sein. Hi, Tati, Jojo hier. Ah, du. Okay. Hast du kurz Zeit? Ja. Klar. Können wir uns irgendwo treffen? Ja, klar. In dem Stuffer? Alles klar. Beziehungsweise in dem, waren wir in dem Stuff oder waren wir in dem Café daneben? Ich glaube, in dem Café, wo es aber auch irgendwie Mittagessen gab, ne? Ja, bla. Ich glaube, da gehen wir hin. Gut. Bestell schon mal für mich alles. Jut. Jojo legt auf. Da und da müssen wir jetzt hin. Oder ich. War das nicht bei Matrioschka? Damals? Nee. Nee, es war ein Donskoi. Oh, jedes Mal bei meinem Push-to-Talk-Knopf geht dieses scheiß Opera-Menü auf. Du kannst auch Firefox nehmen, ist auch auf dem Rechner. Ach ja, und? Warte. Ich hab's schon ausgemacht, ist auch egal. Oh. Twiddler brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Danke, so, jetzt kommen wir sehr verspätet. Ja, Mann, ich hab's nicht offen. Okay. Ja, wir fahren hin, Jojo bestellt für sie. Weißt du eigentlich, dass wir zusammenhängen? Rumhängen? Nö, du solltest vielleicht auch besser irgendwo anders warten. Mhm. Das muss sie nicht unbedingt wissen. Vielleicht weiß es schon, aber... Weiß sie das nicht schon? War das nicht sogar irgendwie schon... Nee. Das war völlig... Die Treffen waren völlig unabhängig voneinander. Richtig. Ja, aber war... möglich. Easy. Ja, klar, weiß ich doch. Nee, weiß ich doch die ganze Zeit. Verwirrt mich doch nicht immer. Wenn ich mir sicher bin, dann lass es einfach bleiben, verdammt. So, also. Die kommt dann auch. Und dann setzt sie sich direkt zu dir. Ja. Greift sich erstmal was zu essen und füllt ihren Mund. Ja. Sie hat sogar noch ihre Uniform an, das heißt, sie hat genügend Abstand von allen anderen Gästen. Ja. Pass auf. Ich brauche Informationen zu einem Fall, der ein paar Tage her ist. Jojo gibt dir jetzt die Einzelheiten. Okay. 800. Gut. Ich nehme an, mit Handeln war bei ihr immer nichts. Nee, war bisher nie. Okay. Du hast es noch nie probiert, glaube ich. Doch, ich habe es mal probiert. Wirklich? Ziemlich am Anfang, da hast du gesagt, es ist nicht. Als sie dich erpresst hatte?
Nee, sie hat Jojo nie erpresst. Sie hat Jojo nie erpresst. Ach, nur mich, sehr schön. Easy. Nee, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass Handeln jeweils drin gewesen wäre, weil es immer hieß, die hätten ihre Absprachen und dann war gut. Wenn wir das vor über einem Jahr so gesagt haben, dann wird das richtig sein. Also sie kann auch gerne ein bisschen runtergehen, denn 800 ist echt viel. Na, dann kannst du dir mal sagen, dass sie runtergehen soll. Jojo schaut sie an und meint, 800 dafür, das ist für dich ein Klick im Computer. Nee, ist es nicht. Ich habe nichts mit Ermittlungen zu tun, ich bin eine Streifenpolizistin. Das heißt, ich habe da keinen Zugriff. Es ist also mehr als ein Klick am Computer. Und die ganze Umstrukturierungsphase, die Sache, dass ich Glück habe, dass ich noch arbeite und so, du weißt schon, wie es läuft. Ja, aber du arbeitest noch und 800 sind echt ein bisschen viel dafür. Mach mal verhandeln. Und ich muss jetzt mal eben, OT, weil das bestimmt ein Verhandlungsargument ist, die Tatsache, dass Jojo da zwischendrin mal und sie, also ich meine, Jojo hatte ja zwischendurch auch mal unter die Arme gegriffen bei so ein paar Sachen. Ja, aber sie hat ja auch dauernd unter die Arme gegriffen. Ja, okay, du musstest ja deinen ganzen Waffenhandel mit und so, ne? Das hatten wir ja eigentlich so gemacht, dass ihr deswegen überhaupt Kontakt habt. Ja, ich weiß. Hatten wir denn nicht sogar mal irgendwas geliefert? Nee, hatten wir nicht, ne? Wollten wir. Nee, ihr habt halt. Ihr, genau, ihr habt das dann doch nicht gemacht. Was ihr liefern wolltet, war das mit dem Abfuckviertel und so vielleicht. Zwei Erfolge. Tein, na gut, dann würde ich sagen 800. Okay, pass auf. 800? Oder 1500 und ich vergesse die Sache, die schon ewig her ist. Darauf lässt sich Jojo ein, das ist ein guter Deal. Siehste. Alles klar. Jojo gibt dir einen Credstick später. Beim Rausgehen. Ich hoffe, du hast noch genug Geld auf deinem Character Blood. Ja, habe ich. Easy peasy. Ah, sehr gut. Ich wollte mir nämlich schon die ganze Zeit einen neuen Zollkucker holen. Das war ein besseres Ding. So, warte. Hier ist ja noch auf, das dauert garantiert eine halbe Stunde. Ja, jetzt eine halbe Stunde. Okay, das Essen ist bezahlt. Cool. Steht auf. Denkst du, ich schick dir das? Oder willst du in einer halben Stunde wiederkommen? Ich komme gleich wieder. Okay. Habe ich nichts dagegen. Dann das, was da auf deinem Blatt liegt, ist Spende. Cool. Ja, Jojo lässt offen, also sie beugt sich nochmal, sie lässt halt was fallen und gibt dir dann, also ne, bla, oder Tati lässt irgendwie, was weiß ich, sie gibt dir jetzt den scheiß Credstick, ohne dass das jemand sieht. Easy. Und geht dann. Ich hab mir das Geld schon abgezogen. Ausverzeichnet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist es natürlich schade, aber na gut. Na, es ist vielleicht besser. Ich hab ja noch Kabern. Richtig. Kannst du uns immer noch ficken. Ist alles gut. Ja, Jojo wird rausgehen. Wird sich irgendwo, weil sie nämlich einfach keinen Bock da hatte, da rumzusitzen jetzt. Wird sich irgendwo draußen einen Kaffee holen, wird irgendwo um die Ecke, wird einmal um den Block laufen, eine halbe Stunde einfach unterwegs sein und dann wieder zurückgehen. Trolli, bist du blöd? Warum hast du nur einfach Billys Gefallen verwendet? Warum mussten die beiden nicht bei dem Arztdeck irgendwie mal was lassen? Ja, das habe ich deswegen gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist ziemlich doof, wenn die beiden Schrapnelle jetzt da leiden müssen, weil das halt die Gruppe verlassen hat. Also noch mehr, ne? Um das mal klarzustellen.
Und die ja irgendwie für den Gefallen gearbeitet haben und bla. Und ach komm, da kann man auch mal Billys verwenden, das ist okay, immerhin geht's ja auch um sie. Die zweite Frage, die sich offenbar stellt, also stellen kann, dies mit dem Bumsbully, das könnte sich ja zu einem soliden Hinweis auf Billys Verbleib irgendwie auswachsen. Aber das meinte ja, Billy verschwindet einfach. Ja, das ist richtig. Das nennt man eine Zwickmühle, in der ich mich befand. Und zwar, die beiden haben es ja angedeutet irgendwie beim Spielen, dass natürlich so gewollterweise, es ist irgendwie ja doch so fast Shadowrun, Paranoia aufkommt. Das heißt, man kann sich schon fragen, was jetzt mit Billy ist, sondern ob das die beiden betrifft und so weiter. Und da gab es irgend so einen Jojo-Text auch, man müsste sie nerven, damit sie den zeitnah online stellt, sage ich mal. Wo sie das auch nochmal ganz gut aufklamüsert, weil das halt wirklich alles sein kann aus der ganzen Vergangenheit, was sie halt jetzt richtig hart fickt. Und dann las ich also in diesem Text, und vorm Spielen haben wir das auch nochmal besprochen zu dritt, dass sie schon wieder 2 Sekunden vor, wir müssen erstmal die Stadt 4 Monate verlassen, standen. Und ich dachte mir, nee, habe ich mir gedacht. Das sind, ja, ich weiß, das sind sehr gut ausformulierte und sophisticated Gedanken. Ich finde, Charaktere sollten die Stadt verlassen, wenn ich Mist baue, wenn sie Urlaub machen, wenn es einen ausstädtischen Job gibt oder wenn ich genug Druck ausübe. Aber es muss halt mein Druck sein, ne? Weil ich muss irgendwie die Kontrolle über die beiden behalten, so. Das ist sonst ganz verkehrt. Ich kenne Flummi, die zieht das auch durch, wenn ich zu viel Mist baue und zu viel auf sie einregnet. Hallo, Edgo. Und dann verlässt man auch mal die Stadt Rom, die ich ja nur mit 431.000 Seiten ausgearbeitet habe, und geht nach Odessa, die ich dann mit 432.000 Seiten ausarbeite, was halt auch wirklich meine Schuld war. Und deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Ich habe zwar hier jetzt den Joker, dass Kaban ja sucht nach Dingen in Moskau und Jojo die Gang hat und da auch irgendwie bleiben wird. Dennoch brauche ich die Kontrolle, so ein bisschen. Ne, Kontrollgefühl ist ja auch ganz wichtig. Und Selbstwirksamkeitsgefühl, das hat Mami euch ja sicher auch erklärt. Und wenn nicht, ist sie eine schlechte Mutter. Sagt ihr das ruhig. Worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Genau, dass ich ja nun Billy verschwinden lassen musste, ohne ein Zeichen. Und gleichzeitig ihnen beiden was liefern musste, was halt plausibel genug ist. Deswegen habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe. Und da kommt dann ja auch nochmal in der 4. Folge dieser Staffel das Ende. Prinzipiell ist es aber so, dass Billy einfach verschwunden ist, wie Lüst es damals gewünscht hatte. Warum die Wohnung übrigens nicht leer ist von Billy, ist deswegen, weil ich mit Lüst abgesprochen hatte, dass Billy verschwindet einfach. Dass explizit die Wohnung leer ist, hat er dann aber erst in dem Audio nochmal gesagt. Davon wusste ich nicht, dass das wichtig ist, und da hatten wir vorher schon gespielt und bla, ne? Deswegen ist es so. Genau. Ich denke, dass ja, doch, ich dürfte damit alles erklärt haben. Die Intro- und Outro-Musik ist von German Shepherd mit Russian Style auf dem, nein, Moment, ja doch, mit Russian Style auf dem Album Great Style und Tops und so kennt man ja vielleicht, die haben Shadowrun und alles Rechtliche sowieso steht überall, ne? Also, wirklich überall, zum Beispiel auch unter dem Video. Tschüss.